Jawohl, ja. Dann fangen wir aber jetzt an, oder? Fangen wir an, Folge 17, Z-Funk 5. Ja. Bald sind wir schon bei 20, ne? Oh ja, dann müssen wir schon fast ein Jubiläum machen. Heute aber mit upgradedem Ton. Ja, ihr seht kein Mikrofon mehr. Wir sehen uns jetzt mal und haben kein Mikrofon mehr vor unseren Gesichtern. Wir schauen mal, wie das wird, ob das gut ist oder nicht. Wir testen das jetzt mal. Ja. Sind auf jeden Fall ein bisschen freier. Und euch natürlich ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Auch in Videoform oder als Audio. Natürlich sehr cool. Und ich würde sagen, wir machen nicht viel Federlesen. Johannes, was war los bei dir? Ach, ich war... Ach du, erzähl. Ja, ach, ich war unterwegs eingeladen bei der Filmakademie in Ludwigsburg auf dem Porsche Award. So. Also es ist ein Werbefilm Award für Studenten bzw. Ex-Studenten, Alumnis, die... Ich glaube, maximal 5 Jahre aus dem Studium sind und 5 Jahre in der Branche arbeiten. Okay. Auch international. Das heißt, egal welche Filmhochschule, ob staatlich, privat, jeder kann sich im Prinzip mit einem Werbefilm, es geht um Werbefilme, dort dann bewerben, einmal im Jahr. Cool. Und also es ist ein sehr internationales Event, auch abwechselnd, einmal in Ludwigsburg, wie dieses Jahr, nächstes Jahr wieder in London. Oh wow. Bei der FT. NFTS. So, NFTS. National Film TV School in London, glaube ich. War ich jetzt auch noch nie? Nee. Kann man sich aber mal für nächstes Jahr überlegen. Mit denen machen die das, mit Porsche oder mit Porsche Sponsor. Und da gibt es zwei große Kategorien, wo eben Werbefilme gewinnen können. Und es gab irgendwie um die 80 Einsendungen weltweit, also darunter aus Serbien Filme dabei gewesen, die gezeigt wurden, aus London, aus den Niederlanden, aus Deutschland, klar, ein paar. Deutschland auch ein paar von der Filmakademie, dann ein paar aus Babelsberg, ein paar aus München. Also quasi querfeld einmal durch die deutsche Filmschullandschaft. York, irgendeine Art School, No Film School war eine Einreichung dabei. Ah, cool. Aus Amerika. Also ja, querfeld ein. Und zum einen, ich habe mich sehr wohl gefühlt, weil es war wirklich so eine, man hat viele Leute gekannt, so, weil man auch oft bei Filmakademie-Projekten dabei war und da haben auch einige gewonnen von den Leuten, die man kennt. Cool. Jetzt von Leibl und Frisch, die Szenenbildnerin, die hat da was gewonnen und so. Also viele Leute, die man kennt, ich meine, unsere Filmbranche hier, die ist überschaubar und wenn man mal einfach so ein bisschen unterwegs ist, kennt man einfach ein paar Leute. Ja, man kennt viele Leute. Und die trifft man halt dann auch immer wieder auf so Netzwerkveranstaltungen. Ja, und dann haben wir da gut gequatscht. Es waren wirklich witzige Filme dabei. Also wirklich, ich verlinke in den Shownotes auf jeden Fall den Vimeo-Kanal vom Porsche Award. Da könnt ihr euch mal die ganzen Einreichungen angucken. Vielleicht packe ich so die zwei lustigsten, wo ich am witzigsten fand, mal extra noch in die Beschreibung rein. Ja, mach das. Mit direkten Links. Es ist wirklich witzige Filme dabei gewesen. Und auch die Storys dahinter, wie das Ganze entstanden ist. Aber man darf nicht vergessen, das sind Spec-Spots. Das heißt, immer noch Studentenprojekte im Prinzip, ohne viel Budget. Und bedeutet, dass da auch noch viel mit Impro und halt studentisches Kunstwerk drin steckt, halt, was man so macht. Ja. Und da sind die Storys auch echt witzig gewesen, die sie erzählt haben dann auf der Bühne. Aber ich finde an diesem Ding cool, also gerade wenn du sagst, es sind noch so Experimente und Spec-Spots und sowas, ich finde, da sieht man halt so, wohin sich die Werbung entwickeln kann. Ja. Also es hat ja irgendwann mal angefangen mit diesem Storytelling in der Werbung und sowas und das ist ja jetzt fast nur noch da. Und es hat eben genau bei solchen Sachen bei den Studenten angefangen, weil die eben als Spec-Spot mal einen Storytelling-Werbespot gemacht haben und das hat den Leuten gefallen. Ja, der Marketing-Chef von Porsche hat dann auch gemeint, der das Ganze dann auch eröffnet hat, hat gemeint, dass sie liebend gern auch mal ein Gewinner-Team nutzen möchten, also dass die Chance kriegen, für Porsche auch mal wirklich einen Werbefilm zu machen. Das ist cool. Ist halt schwierig, weil Porsche internationales Unternehmen, dann muss der asiatische Markt muss zustimmen bei allen Prozessen, Amerika und da sind halt viele Agenturen dazwischen und ist schwierig, aber sie versuchen es hinzukriegen, dass irgendwann mal da auch ein Porsche Award Gewinner ein Team auch mal dann wirklich einen Spot umsetzen darf. Für das wäre natürlich cool. Ja. Und nee, dann finde ich, lohnen sich solche Events auch. Ja, ne? Ja, absolut. Und danach war dann noch Aftershow Party, da hat man sich dann auch noch mit den Leuten unterhalten können, einfach netzwerken können. Ja. Also war wirklich ein schönes Event, gut organisiert. Die Stühle waren ein bisschen hart. Das war in dem Studio, wo sie Greenscreen und Mockup und alles machen können. Und da haben sie halt so Klappstühle hingestellt. Die waren ein bisschen unbequem. Ich glaube, die standen damals auch, als Deutschland gegen Portugal gespielt hat bei der WM-Eröffnung oder sowas. War da dort zum Gucken, oder?
Ja, ich war dort. Das war ja gerade das Jahr, wo ich in Freiburg damit gedreht habe, Produktionsassistent war. Und da waren wir im Prinzip an dem Tag halt im Büro und haben dann im Okay. Studio 2 war dann Public Viewing quasi für die Studenten. Da gab es die Stühle auch und ich erinnere mich auch, die waren hart, ja. Das ist ja unbequem. Ja. Aber nein, das war wirklich ein sehr schön gelungenes Event. Wirklich witzige Filme. Ich habe viel mitgenommen. Und wie gesagt, ich zeige euch einfach mal ein paar in den Shownotes. Könnt ihr euch mal ein paar anschauen. Wirklich witzig. Sehr cool. Ja. Sehr cool. Und bei dir? Bei mir, ja, ich war die letzten, nicht gestern, sondern die 2 Tage davor. Ich war Dienstag, Mittwoch auf Dreh und habe da ein kurzes szenisches Promo-Video gemacht. Das war eigentlich ganz interessant. Es geht quasi um einen Fondsmanager, der ein Geschenk für seine Frau sucht zum Geburtstag, aber halt diesen Zwiespalt im Kopf hat, so eigentlich muss ich ein Geschenk suchen, aber eigentlich will ich ja auch an der Börse gut sein und muss da meine Aufmerksamkeit hinlenken. Und das war so ein bisschen der Twist. Und am Ende geht es quasi darum, es gibt ein sogenanntes Hope Center. Das ist quasi so ein Nachbarschaftszentrum, wo man einfach hingehen kann, Kurse machen kann, Kochkurse, Kreativkurse und solche Sachen. Gibt auch Vorträge zu verschiedensten Themen. Die sind in der Regel kostenlos. Und er beschließt am Ende quasi seiner Frau Zeit zu schenken und dass sie eben gemeinsam dahin gehen zu so einem Kurs, wo er sich dann eben ganz genau die Zeit für nimmt. War auf jeden Fall von der Story her interessant. Das Ganze soll nur 5 Minuten lang werden. Wird nächstes Jahr bei einem Event im Fernsehen auch mit ausgestrahlt, wieder bei dem christlichen Fernsehsender, wo ich war. Das Spannende dabei war, eigentlich ist die Ausstrahlung von dem Event erst am 6. Januar. Sprich, wir hätten noch ordentlich Zeit gehabt für alles. Die Sache ist jetzt aber, dass das Ganze jetzt nicht am 6. Januar fertig sein muss, sondern am 1.12., weil noch jemand anders Wind davon bekommen hat, dass das produziert wird und der das auch nutzen möchte. Und das heißt, es war jetzt im Prinzip von Anfrage bis Abgabe 4 Wochen. Und in diesen 4 Wochen hat halt die Producerin und Redakteurin, die das mit mir gemacht hat, hatte halt noch eine andere Fernsehserie, die sie machen musste als Aufnahmeleiterin und noch ein kleines anderes Projekt. Das heißt, im Endeffekt ist für diesen Dreh so 2,5 Wochen übrig geblieben. Und das hat man dann halt auch an den 2 Drehtagen so ein bisschen gemerkt. Also es war halt, ich selbst habe das finale Drehbuch erst am Tag davor bekommen und die Vorversion davon erst am Freitag davor. Sprich, übers Wochenende hatte ich nicht so viel Zeit, mich da reinzuarbeiten. Irgendwann ist ja auch Wochenende und ich Ja, war auch klar. viel unterwegs. Und dann waren wir halt am Dreh erstmal hauptsächlich damit beschäftigt, das Ding aufzulösen. So Bewegungsabläufe, wie stagen wir das Ganze? Das war natürlich dann ein bisschen interessanter, ein bisschen, sag mal, zeitaufwendiger, wie hätte man sich das schon davor überlegt. Alles in allem aber war es sehr cool. Wir hatten 2 Locations, wo wir gedreht haben. Wir kriegen noch aus Bremen ein bisschen Footage, weil es da auch so ein Hope Center gibt. Und das wird jetzt am Montag geschnitten. Okay. Habe das erste Mal jetzt mit einer C300 so intensiv gearbeitet. Also ich hatte sie schon ein paar Mal in der Hand. Wir haben halt kleinere Spielereien damit gemacht, aber das war jetzt der erste Dreh, wo ich so intensiv mit der gearbeitet habe. Ich hatte 2 Canon-Zoom-Optiken dabei und das war im Prinzip die Technik, mit der ich gearbeitet habe. Externer Monitor dran und V-Mount und halt ein bisschen aufgerickt. Aber das war ganz cool, hat Spaß gemacht, auch mit der C300 dann zu drehen. Ich habe die ja immer nicht so gemocht wegen der Bauform, aber mittlerweile, so jetzt nach dem Dreh, finde ich doch, man kann damit schon arbeiten. Man muss halt nur wissen, dass das Display viel zu hell ist, irgendwie Ist das wie von bei der, ich glaube, ich Herstellerseite. habe mit der C100 gearbeitet gehabt, neulich, wo ich da bei euch unterwegs war. Nee, das war auch die War C300. auch die Ja, C300? war auch die Okay. C300. Also die haben Mit nur diesem die Klappdisplay C300. Ja, oben. genau, Genau, richtig, mit dem das, Klappdisplay. ja, genau. Und das ist, also du musst dich halt 100% auf die Waveform verlassen, weil sonst rauscht dir halt das Bild durch wie sonst was. Also das war echt spannend auf jeden Fall, aber Ja, dieses Display fand ich auch ja. sehr merkwürdig. Ja, also das weiß ich nicht ganz, warum sie dieses Display so komisch da irgendwie hingepflanzt haben. Das mag ich nicht. Aber ich werde jetzt am Montag den Schnitt sehen. Wir warten noch auf das Material von Bremen. Das war gestern noch nicht angekommen. Und jetzt ist Wochenende und wer weiß, ob man das noch konvertieren muss oder sonst irgendwas mal drüber schauen muss. Ja. Aber am Montag wird jetzt geschnitten. Hoffen, dass wir Montagabend auf jeden Fall mal einen Rohschnitt haben. Vielleicht einen Feinschnitt mit ein bisschen Ton drunter. Aber ja. Das war das, wo ich jetzt diese Woche war. Genau, und so wie ich beim Porsche Award geladen war, warst du War ich beim auch geladen. Genau, Seagate Technology Event, oder? Seagate und Synology hat einen Experience Day veranstaltet. Das war letzte Woche Donnerstag, also vor ungefähr einer Woche. Das war ziemlich cool. Habe ich die Einladung mitbekommen durch unsere Kooperation, die wir haben, Film und TV Kameramann.
Die haben die Einladung an uns weitergeleitet und ich hatte ja dann Zeit und konnte hingehen. Und im Prinzip geht es darum, dass Seagate und Synology, die arbeiten ja zusammen. Synology ist quasi der NAS-Hersteller und Seagate der Storage, also Plattenhersteller. Die arbeiten zusammen. Und die haben jetzt eben ein paar neue Features, ein paar neue Produkte vorgestellt und haben ein paar wenige Leute nur eingeladen. Hauptsächlich eben Leute, die irgendwie YouTube-Kanäle machen, Podcasts oder sonst irgendwas, Blog schreiben. Aber auch, es waren IT-Studenten dabei, es waren irgendwie Systemadministratoren von großen Unternehmen mit dabei, also Leute, also User. Ja, also es waren wirklich jetzt User, die mit dem Zeug zu tun haben, die das Zeug ausgiebig schon testen oder die halt Bedarf an sowas haben. Es waren 25 Leute nur da, waren fast genauso viele von den Herstellern da, das war ganz interessant. was uns aber die Möglichkeit gegeben hat, sehr gut mit denen zu kommunizieren und wirklich mal Bedürfnisse auch anzusprechen. Was brauchen wir, was bietet ihr? Und genau dafür war es auch gedacht. Also dieser Experience Day sollte so ein Hands-on-Day werden, wo man eben wirklich mit den Sachen mal arbeiten kann. Produktvorstellungen, kleine Sessions für diese Hands-on-Sachen. Ich weiß gar nicht, ob es die Sales-Managerin war oder sowas von Seagate war sogar da. Die hat eine kleine Präsentation gehalten, was es jetzt für Neuerungen gibt. Das war auf jeden Fall ziemlich spannend. Und sie haben die neue Business-Serie vorgestellt oder Professional-Serie vorgestellt. Das ist einmal dieser Barracuda, ich muss es ablesen, ich habe hier so einen kleinen Blog. Barracuda, Iron Wolf und Skyhawk. Die haben ja letztes Jahr ein komplettes Rebranding gemacht von ihren Benennungen, wo sie eben die verschiedenen Features der Platten vorgestellt haben. So dieses Barracuda ist halt so für Computer. Ja, so also kannst du in deinen Computer einbauen. Iron Wolf ist eher für NAS-Systeme und dann die Skyhawks sind dann wirklich für die großen professionellen Backup-Systeme. Und das haben sie vorgestellt. Das war ziemlich cool, weil es mir auch nochmal so ein bisschen die Augen geöffnet hat, was ist eigentlich auch gerade im Zusammenhang mit Synology und den NAS-Systemen möglich, also automatisierte Backups, RAID-Systeme, was jetzt auch ganz neu ist und das finde ich sehr cool. Es gibt ein sogenanntes Health-Programm, wo ich mir gedacht habe, so, hä, warum brauche ich so ein Gesundheitsprogramm so wörtlich Apple hat auch ein Health-Programm in der Apple Watch. Ja, ja. Aber ist ein anderes. Ich dachte mir, hä, auf was wollen die jetzt raus? Und im Prinzip ist denn ihr Health-Programm eine Softwarelösung, die in Zusammenarbeit mit Synology arbeitet, mit dem NAS-System und quasi laufend über 200 Parameter überwacht von den Platten, sei es Temperatur, sei es Vibration. Die lesen in einem bestimmten Intervall einmal alle Daten durch und gucken, ob es da irgendwelche Fehler gibt. Also es sind, wie gesagt, 200 Faktoren, die da regelmäßig gemessen werden und der spuckt mir dann halt Warnmeldungen aus und Fehlermeldungen. Also wenn irgendwie dauernd große Temperaturschwankungen sind, dann kriege ich irgendwie mal eine Notification, hey, pass mal auf deine Temperaturen auf. Oder wenn ich dauernd Vibrationen habe. Das kann ja vorkommen in einem Bürogebäude. Irgendwie, du bist oben in einem Tower, also Bürotower drinne, keine Ahnung, 12. Stock. Und die haben ja Bewegung, diese Gebäude. Ja. Ja, und wenn da Vibrationen entstehen, dann gibt es hier halt auch eine Notification, hey, pass auf, du musst mal gucken, dass das stabiler steht, weil Vibrationen nicht gut für den Schreibkopf und so weiter. Mhm. Wir haben natürlich auch technische Sachen vorgestellt. Es gibt dann auch noch ein Rescue-Programm, wo du eben bei der Iron Wolf Pro-Serie inklusive hast, sprich, wenn die Platte mal abrauscht, kannst du es hinschicken und glaube mit 90 oder 95%iger Wahrscheinlichkeit können die deine Daten retten, solange jetzt nicht die Disks komplett in Scherben liegen, sowas. Ja. Ja. Aber wenn da irgendwie mal Flüssigkeit drüber kommt oder durch Vibrationen Schaden ist oder sowas, sagen sie mit 90%iger Wahrscheinlichkeit, kriegst du eben deine Daten auf einer neuen Platte dann zurück und das innerhalb von 2 bis 5 Tagen. Okay. Und das finde ich ziemlich krass, ja. Genau, also das war auch. Ja, dann die Platte bleibt dann in Deutschland, die wird dann hier irgendwo. Das weiß ich nicht genau. Du schickst auf jeden Fall die Platte hin. Ich vermute, dass es in Deutschland bleibt, weil sonst kann ich mir das nicht. Genau, sonst kann ich mir das gar nicht vorstellen. Genau. Schickst es hin und kriegst es dann halt wieder zurück. Genau. Ja, ist auf jeden Fall cool. Gibt ein paar neue Features. Ich bin auch jetzt gerade noch mit Seagate und Synology im Kontakt, um mal zu schauen, für was da vielleicht auch für uns Content Creator, sage ich jetzt mal, interessant ist. Bin da jetzt auch auf einer Liste, die nennt sich irgendwie so Seagate Synology Insider, sprich, wenn die neue Sachen entwickeln und sowas, werde ich da mal mit in eine Rundmail reingenommen und nachgefragt, hey, wie schaut's aus, ist das relevant für euch oder was wäre relevanter, was braucht ihr für Features, wie hat sich der Markt verändert? Und das ist eigentlich ganz spannend, weil die Leute, die da sitzen in der Entwicklung und im Marketing, die waren ziemlich erstaunt, als ich erzählt habe, wie viele Daten doch bei uns in kurzer Zeit anfangen, also dann anfallen. Ich habe dann mal erzählt, irgendwie so pro Tag 300 bis 400 Gigabyte, je nach Projekt an Material. Das muss mobil zweimal gesichert werden, dann tust du es irgendwie transportieren, dann musst du die Daten verteilen an Post-Pro und Audio-Post-Pro
Das war auf jeden Fall spannend. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ich meine, wir sind ja ein Filmemacher-Podcast. Ja. Deswegen, ob es da in der Richtung irgendwie was gab. Also war das ein präsentes Thema für die, dass Filmemacher am Markt das Filme machen? Gibt es da Produkte, die sie anbieten? Wie war da so auf das Thema Filmemacher? Also man muss natürlich sehen, ich meine, wir Filmemacher brauchen auch einfach Festplatten in dem Sinn, ja. Es gibt jetzt keine Spezialfestplatte für Filmemacher, weil ich meine, so große Bedürfnisse haben wir jetzt nicht. Seagate ist aktuell noch hauptsächlich bei den HDDs beheimatet, hat die aber mittlerweile sehr weit entwickelt, dass die zum einen stabil laufen, sicher laufen, ist aber natürlich eher, sag ich mal, langfristiger Speicher für die HDDs, die großen. Es gibt natürlich auch die externen HDDs, da arbeiten die ja auch mit LaCie zusammen. Da gibt es ja auch die Rugged-Version zum Beispiel, die haben wir ja schon mal angesprochen gehabt. Also im Prinzip, was für mich am interessantesten ist als Filmmaker und als Filmemacher, macht es Sinn, systemtreu zu bleiben, ja, und bietet dieser Hersteller gerade zum Beispiel durch diese Rugged-Version von LaCie und nachher in Zusammenarbeit mit Sonology und dem Healthcare, bietet das für mich schnellen, effizienten und sicheren Datenspeicher. Mhm. Das ist für mich, sage ich mal, die Hauptfrage. Und eben ist es einfacher im Workflow für mich und effizienter, wenn ich bei einem Hersteller bleibe? Oder ist es eigentlich total wurscht und ich kann so machen wie jetzt? Ich habe halt mir die günstigste sozusagen gekauft, ja, und hoffe halt, dass alles klappt. Ja. Und da bin ich jetzt gerade eben, wie gesagt, mit Seagate und Synology im Kontakt, ob man da vielleicht irgendwie mal was testen kann. Mal gucken, was da rauskommt. Ich habe keine Ahnung. Genau. Gab es auch so Sachen, wo du ihnen sagen konntest, auf was es ankommt, gerade was für uns wichtig ist? Hm. Und waren die dann auch so offen, dass sie sagen, ja, okay, das ist schon ein guter Ansatz, wenn ihr sagt, Filmemacher, ja, das ist gängig bei euch, keine Ahnung, ja, Festplatten, die außenrum Gummi haben. Ja. Weiß ich nicht, glaube ich, gibt es nicht von Seagate direkt. Also nee, ich meine, in den LaCies steckt, glaube ich, eine Seagate-Platte, genau, drin. Richtig, ja. Und ich habe ja auch diese orangenen Rugged-Festplatten, die man runterfallen lassen kann und die wasserdicht sind und staubgeschützt. Ja. Aber sowas zum Beispiel, oder halt das mobil viel, ja, Speicher, waren sie da? Also der Experience Day Tag an sich war hauptsächlich durch Synology natürlich auf diese NAS-Systeme spezialisiert. Am Ende gab es auch eine Feedback-Runde, wo ich das gesagt habe, so NAS ist cool für uns für Langzeitdaten und sowas. Aber ein ganz großes wichtiger Punkt ist eben auch bei uns der mobile Datenspeicher. Ja. Und das hatten sie so, glaube ich, nicht so extrem auf dem Schirm, beziehungsweise es war am Anfang noch geplant, dass LaCie auch mit vertreten ist. Das, okay, ist dann aber ein bisschen rausgefallen. Aber ich glaube, dass es trotzdem eher auf NAS fokussiert war. Ja, es hört sich so an. Genau. War ja auch an sich nicht schlimm. Das war das erste Event der Art, die es da gibt. Und die wollen das jetzt auch in einem regelmäßigen Rhythmus machen und dann eben auch verschiedene Schwerpunkte vielleicht setzen. Ja, klar. Aber ich habe mit mehreren Leuten von denen gesprochen. Die waren erstaunt, dass es da doch eigentlich so ein großes Bedürfnis auch gibt an so maßgeschneiderten Lösungen. Gerade so, was ich ganz oft angesprochen habe, ist Robustheit. Ja, wir sind manchmal irgendwie in unwegsamen Gelände unterwegs. Wir brauchen eine robuste Platte, die auch irgendwo mal dran stoßen kann, die staubgeschützt ist, die vielleicht auch mal spritzwassergeschützt ist, wenn wir Outdoor drehen und es regnet. Ja. Wo der Stecker nicht aus dem MacBook fliegen darf, wenn wir halt das MacBook in einer Hand halten und die Daten übertragen gerade. Zum Beispiel, genau, ja. Zweiter Punkt war, es muss schnell sein. Das heißt, USB 3.0 ist cool, Thunderbolt oder USB-C ist cooler. Ja? Das war auch, wo sie sagen, ja, sind sie dran, aber sie kann mir natürlich keine Zusage, klar, machen, aber sie sehen diese Geschwindigkeit natürlich auch in anderen Bereichen. Aber da wird es jetzt, glaube ich, nicht irgendwie so die Filmmaker-Festplatte geben. Und dann war natürlich Kapazität auch am Dreh. Ne? Also wir haben jetzt schon mehrere Drehs gemacht und da auch, wo ich letztes Jahr auf Deutschland-Tour war, da habe ich halt irgendwie 6 Tage lang jeden Tag 200 Gigabyte. Das muss erstmal gesichert werden, ja, und dann auch doppelt gesichert werden. Da brauchst du dann Kapazitäten, die halt irgendwie so eine 500 Gigabyte Platte überschreiten. Da braucht man dann schnell mal 2, 3, 4 Terabyte doppelt. Genau, also ich meine, die Kapazitäten gibt es ja. Es ist immer halt die Frage, wie will man es aufteilen, auch am Dreh, damit die Daten sicher sind. Also ich fand es persönlich sehr produktiv und sehr auch gemütlich von der Atmosphäre her, dass es wirklich, man das Gefühl hatte, okay, die hören zu und es ist auch der Wille, auf Bedürfnisse einzugehen. Und es war ganz klar der Wunsch von Seagate und Synology, in Kontakt mit den Usern zu kommen, um da eben das Portfolio verbessern zu können. Und das fand ich eigentlich ziemlich cool. Ja, da bin ich mal gespannt, was da noch rauskommt, was vielleicht
gibt es ja noch Testprodukte, die man testen kann, die man dann hier erzählen kann, genau, wie es in unserem Anwendungsfall als Filmemacher anwendbar ist und was wir da genau getestet haben. Wir bleiben da auf jeden Fall dran. Das ist ein spannendes Thema, Storage. Wir hatten es ja auch letztes Mal mit der Datenträgerversicherung, wo jetzt eben auch dieses Healthcare zum Beispiel mit reinspricht und Rescue auch für den Daten, für den Langzeitdatenspeicher. Wir bleiben da auf jeden Fall dran. Ich bin, wie gesagt, mit Seagate gerade im Gespräch. Mal gucken, was da so kommt, ob man da vielleicht mal was auch hier vorstellen kann. Ja. Genau, das war so das große Ding, was ich auch hatte, ne? Ja. Das war ziemlich spannend und ist, glaube ich, auch generell ein Thema, was Filmemacher interessiert, Storage mobil und lokal. Ja, ja. Wir kommen vielleicht nachher nochmal kurz auf das Thema Speicher zu sprechen, wenn wir über eine neue Kamera sprechen. Ja. Aber vorher haben wir noch ein anderes Thema. Und zwar ein Thema, was wir schon mehrfach ansprechen wollten, aber aus Zeitgründen und weil andere Themen aktueller waren, immer etwas rausgeschoben haben. Das Thema Apple will höchstwahrscheinlich eigene Filme, Serien machen, sowas wie Netflix Originals, Amazon Originals. Haben wir dann bald Apple Originals? Keine Ahnung, du hast es hier in unsere Notizen, hast du so schön reingeschrieben, Apple macht Film. Ja, sonst heißt immer, Apple macht Computer, Apple macht Handys, Apple macht irgendwelche Lifestyle-Produkte, aber jetzt will Apple Film machen. Ach ja, ich habe mich ein bisschen reingelesen, weil mich das schon auch interessiert hat. Ich habe mich da nochmal die letzten Tage hingesetzt und ich möchte mal so eine kurze Chronologie geben, wenn das in Ordnung ist. Du hast ja gemeint, du hast so ein bisschen Ahnung, aber nicht so im Detail. Ich weiß nicht, wie es den ganzen Zuhörern geht. Deswegen, ich gebe mal so eine kurze Chronologie, wie das Ganze dieses Jahr gestartet hat, weil es kam eigentlich recht plötzlich. Man hatte schon länger gemunkelt, schon in der ersten Hälfte des Jahres, dass da irgendwann mal was kommt. Also Insider haben da mal so ein bisschen was durchsickern lassen. Und der erste Paukenschlag kam dann im Prinzip im August. Im August gab es dann die erste große Meldung, dass Budget zur Verfügung steht. Ja, und zwar nicht wenig, das ist 1 Milliarde Euro oder 1 Milliarde Dollar, glaube ich, die Apple für Filmproduktionen zur Verfügung gestellt hat. Und wenn man das mal so grob durchkalkuliert, könnte man damit ungefähr 10 Serien parallel drehen. Also man muss dazu sagen, soweit ich weiß, Netflix kam dieses Jahr oder für nächstes Jahr mit 5 Milliarden. Ganz genau. Aber machen natürlich sehr viel Eigenproduktion, sehr teure auch. Ne? Und das führt nachher auch vielleicht noch zum Punkt, den wir diskutieren können, wo will Apple hin so. Ja, aber und das ist genau die Sache. Also sie haben jetzt 1 Milliarde fürs kommende Jahr freigegeben für Filmproduktionen, was in etwa 10 Serien entsprechen könnte. Aber damit können sie natürlich lange trotzdem nicht mithalten mit Netflix, Amazon und so weiter. Im Juni schon, das waren so die ersten Gerüchte, die so zufolge sind, hat sich Apple zwei Leute von, muss ich kurz nachlesen, dass sie, genau, Sony Television geholt war das, die da eben jetzt die Führung übernehmen sollen. Sprich, im Sommer kamen so diese ersten Sachen, dass da was laufen soll. Das nächste, was dann war im Oktober. Da gab es dann die Meldung, dass Steven Spielberg verpflichtet wurde. und zwar für eine Neuauflage von der Serie Amazing Stories. Mhm. Amazing Stories ist eine Serie aus den 80er Jahren, die sich mit Science Fiction und Horror beschäftigt. Und damals hatte schon Steven Spielberg, glaube ich, Co-Producing gemacht oder sowas. Oder Executive Producer, ich weiß nicht mehr ganz genau. Der wurde jetzt auf jeden Fall quasi verpflichtet, diese Serie nochmal zu machen. Aber wann genau und wie viel, weiß man nicht. Allerdings steht eine Zahl im Raum, dass pro Episode ungefähr 5 Millionen zur Verfügung stehen für diese Serie. Ich bin gerade auch im Überlegen, es gab keine Anzahl an wie viel Folgen gemacht werden sollen. Aber ich habe einen kurzen Vergleich, wenn Amazing Stories mit 5 Millionen pro Folge in die Produktion geht. Jetzt gab es ja diese Riesenserie Babylon Berlin, die ja mit Sky und ARD produziert wurde. Jetzt ist ja quasi so Game of Thrones von Deutschland, so verhältnismäßig vom Produktionsaufwand. Und da stand pro Folge aber gerade mal 2,4 Millionen Euro zur Verfügung. Ja, ich meine, das ist immer noch mehr wie, sage ich mal, ein klassischer Tatort oder irgendwie ein normaler Fernseh, 90 Minuten, wo so 1 Million ungefähr zur Verfügung steht. Und da jetzt eben pro Folge 2,4. Aber Steven Spielberg eben von Apple 5 Millionen pro Folge. Das ist schon ein Wort. Kann man was auf jeden Fall mit anfangen. Heißt auch, dass es dementsprechend aufwendig und szenisch produziert werden soll, gehe ich mal davon aus. Das war der nächste Paukenschlag. Also nach üppigem Budget, sage ich mal, auch die erste Personalie, die kreativer Herkunft ist. Das nächste war dann Ende Oktober, wurde nochmal eine Personalie für die Organisation und für die Administration verpflichtet. Und zwar ist das die Jay Hunt, die kommt vom Channel 4 und soll jetzt Content Managerin in Europa werden.
Das heißt, was für mich das bedeutet, ist, dass Apple auch in Europa drehen möchte. Und da ist natürlich gerade auch Deutschland mit Babelsberg und sowas, denke ich auf jeden Fall mit einem Partner, den die da auch an Land ziehen wollen, dass da vermutlich auch Apple-Produktionen demnächst dann in Deutschland starten Ich werden. meine, wir haben einen großen Filmfördertopf. Warum sollen alle nach Deutschland kommen, nur Apple Eben, dann nicht? eben. Na klar, muss man so einfach sehen, klar. Da kann man nochmal ordentlich Geld abschöpfen, auch wenn jetzt hier nicht Unsummen an Geld zur Verfügung stehen, muss man Natürlich nicht, sagen. ja. Also es ist keine Vergleich zu der 1 Milliarde. Aber wenn von diesen 5 Millionen vom Steven Spielberg zum Beispiel noch irgendwie 1/2 Million draufkommen vom Fördertopf, ist es für die ja auch schön, ja. Natürlich. Würden wir auch mitnehmen. Und jetzt das Neueste, was von Apple kam, das war jetzt Anfang November. Da wurde bekannt, dass Jennifer Aniston und Reese Witherspoon für eine Serie verpflichtet wurde. Der Titel der Serie ist noch nicht bekannt, auch noch nicht genau, um welches Genre es gehen soll. Bin ich zumindest der Meinung, du hattest mir vorhin was erzählt, du weißt das schon ein bisschen mehr. Was da auf jeden Fall schon bestätigt ist, sind 2 Staffeln mit jeweils 10 Episoden. Und die sollen jetzt auch noch relativ bald in Produktion gehen. Das heißt, da wird jetzt auch sehr schnell Content produziert. Ja, also diese Milliarde, die jetzt im nächsten Jahr zur Verfügung steht, die soll dann auch sehr schnell quasi in Filmproduktion umgesetzt werden. Das Spannende dabei ist, es gibt noch keinerlei Anzeichen, wie genau Apple diese ganzen Produktionen auswerten möchte. Also es gibt noch keine Ankündigung von wegen, es gäbe jetzt Apple Demand auf dem Apple TV oder sowas. Es gibt noch keine Ankündigung, dass die es irgendwie in die anderen Demand-Angebote einspeisen. Es gibt noch keine Deals mit TV-Sendern, die bekannt sind. Ja. Es ist absolut noch total unklar und das ist so ein bisschen die Frage, die dann mir im Kopf steht, wo will Apple eigentlich hin? Ja. Ja, und da spielt zum einen die Auswertung eine Rolle, aber auch diese 1 Milliarde Euro, die, wie du sagst, im Vergleich zu Netflix Ja. gerade mal ein Fünftel sind. Ja. Ja. Vielleicht da dazu, es gibt in Amerika auf den iOS-Geräten und auf dem Apple TV gibt es die TV-App von Apple. Okay. Die TV-App, die hätte schon vor einem Jahr nach Deutschland kommen sollen auf die iOS-Geräte und hatte den Sinn, auf dem Apple TV Kabelfernsehanbieter, Streaming-Anbieter in einer App zusammenzufassen auf dem Apple Okay. TV. Bedeutet, ich mache am Apple TV die TV-App auf, kann Kabelfernsehen gucken von den Sachen, die ich abonniert habe. Klar, Amerika ist sowieso Kabelfernsehen viel, wo du auch viel dafür zahlst im Monat dafür. Ja. Wenn du dann die abonniert hast, loggst du dich halt dann da ein und kannst über die TV-App, übers Internet, also die Streaming-Dienste, alles zusammengefasst in der einen App gucken. Die hätte schon nach Deutschland kommen sollen. Man hat auch immer gehört, dass Verhandlungen mit deutschen Content-Anbietern, mit, keine Ahnung, mit Mediatheken, mit klar Netflix und sowas, Amazon, dass es auch in Deutschland in dieser einen App alles zusammengefasst wird, damit auch Fernsehsender vielleicht da in diese App auftauchen, damit man einfach nicht 10 Apps hat, wo man von jedem Hersteller eine App hat und guckt rein und muss halt von App zu App switchen, sondern man hat einen Ort von Apple, einen zentralen Ort, eine App, wo man alles gucken kann. Das ist natürlich cool. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn sie das hinkriegen, dass sie da Content einkaufen können, Content lizenziert kriegen, den da reinkippen können, Ja. dann haben sie natürlich dann auch eine App, eine eigene, wie jetzt Ja. Netflix oder sowas, wo sie dann halt auch ihre eigenen Serien reingeben können. Wäre dann aber wiederum wahrscheinlich mit Kosten verbunden. Das heißt, gerade für die Leute, die schon Kabelfernsehen zahlen Also, oder schon andere Sachen abonniert ja, also ich haben, vermute klar, wenn Apple Serien produziert oder Filme, wird dann es auch ein wird es Abo-Modell auch ein Abo geben. geben, wie Apple Music. Ja. Apple Music, vielleicht machen sie dann auch ein Kombi-Ding, Apple Music und Apple TV, keine Ahnung, App. Und dann hast du Musik und TV für 9,99 vielleicht, so, keine Ahnung, Ja. oder für 15, 14,99. Aber da wissen wir noch gar nicht viel. Ähm, aber, Ja. aber wir haben so, so ein bisschen Infrastruktur wurde errichtet, aber man weiß, dass es sehr schwierig ist, mit diesen Ja. Content-Anbietern zu verhandeln, weil der Markt halt einfach ein anderer ist, als Apple sich befindet. Ja. Und also das Das ist ist schon ja, Apple schwierig. kommt ja eigentlich aus der Technikbranche und Ja. die wollen jetzt einen klaren neuen Markt erschließen. Ich meine, sie haben mit Musik schon gezeigt, sie können. Sie haben mit dem iTunes Store, mit iTunes, haben sie den Musikmarkt revolutioniert und haben viele Raubkopien quasi damit unterbunden, weil sie Musik preiswert und einfach dem Nutzer zur Verfügung stellen konnten. Und es war einfach, Musik in iTunes zu kaufen, wie ich lade mir die Alben XY von irgendeiner Plattform runter, muss es dann auf mein Handy laden. Ja, Ich kann halt klar. einfach, und so hoffe ich, dass sie ich meine, der Markt ist gut mit Netflix und zwar schon Ja. bedient, aber dass sie da halt mitmischen und
Klar, es wäre dann noch ein Anbieter auf dem Markt. Genau, den Gedanken habe ich gerade auch. Wir haben ja darüber auch schon mal diskutiert, dass es so viele Anbieter gibt. Dann kam ja noch Stream On von Telekom war es, glaube ich. Wenn jetzt auch noch Apple kommt, dann haben wir ja noch mehr. Also ich persönlich habe mir jetzt Amazon Prime geholt, wo ja die Prime-Videos damit dabei sind. Und da sieht man natürlich nicht alles, aber ich sehe es jetzt nicht ein, nochmal irgendwie monatlich Geld zu zahlen, irgendwie um noch mehr On-Demand-Anbieter mir zu holen. Und ich weiß nicht, wann die Grenze erreicht ist, der absoluten Sättigung im Streaming-Markt, weil der Konsument ist irgendwann an der Grenze an seiner Kaufkraft. Ja. Wenn er jetzt nochmal ein Abo für 15 Euro im Monat abschließt oder keine Ahnung für wie viel, ich weiß nicht, ob das irgendwann die Grenze erreicht ist. Ja, ich meine, wir leben halt in einer Zeit, wo dieses Abo-System total modern ist und richtig im Aufschwung ist, weil wir Menschen, man hört es auch oft genug oder sieht es auch oft genug, wenn man sich da mal informiert und sich Sachen anschaut. Viele Leute kaufen auf Pump, sie können sich schnell Dinge leisten und haben dann gewisse Zeit, das abzuzahlen. Und das hat sich so ein bisschen eingebürgert. Ich weiß nicht, ob das international so sich entwickelt hat. In Deutschland auf jeden Fall. Ja. Und ich meine, da ist das mit dem Abo halt ähnlich. Wir haben halt, wenn ich jetzt im Jahr 150 Euro zahlen müsste für ein Abo, würde ich mir zweimal überlegen, das zu machen, weil das schon viel Geld auf einmal ist. Wenn ich aber monatlich 15, 14 Euro zahle für ein Abo, ist es halt was ganz anderes. Natürlich, aber trotzdem ist die Frage, steht den Konsumenten nicht irgendwann kein Geld mehr zur Verfügung, um noch ein monatliches Abo zu machen? Weißt du, wir haben in Deutschland, auch gerade wenn wir da auf dem Markt sind, eine relativ große Spanne zwischen Arm und Reich. Ja? Also dieses Mittelfeld, das ist gar nicht so gut vertreten. Ja? Also es gibt sehr viele, die leben in echt nicht ärmlichen, aber in weniger guten Verhältnissen. An der Existenzgrenze. Genau, und dann haben wir halt gleich so fast gleich die Oberschicht. Das heißt, unsere Mittelschicht, die ist eigentlich fast nicht existent, sehr schwach. Ja. Und ich frage mich halt, ob der Markt groß genug ist bei der Oberschicht, damit sich das lohnt. Weil, sagen wir mal, die Leute, die nicht so viel Finanzen zur Verfügung haben, die werden irgendwann sich genau überlegen, kann ich mir jetzt nochmal 15 Euro im Monat. Ja, ich verstehe das. Ja, ich meine, ich bin jetzt kein Schlechtverdiener, ja. Ich lebe jetzt nicht am Existenzminimum, obwohl ich selbstständig bin, ja. Also, ich kann mir schon ein paar Sachen auch leisten, aber auch ich überlege mir, muss ich jetzt im Monat nochmal ein Abo abschließen, nur damit ich irgendwie noch 2, 3 Sachen angucken kann? Muss ich nochmal das machen oder hier und da, ja? Und das ist halt die Frage. Klar, ich bin jetzt wahrscheinlich nicht ein typischer On-Demand-Nutzer, weil ich jetzt nicht so voll drauf abfahre, mir jeden Streaming-Dienst zu holen. Aber ich frage mich halt, wie schaut es bei allen an? So, wie viel bist du noch? Du bist ja einer, der es öfters nutzt und viel auch nutzt. Wie viel bist du noch zusätzlich zu dem, was du jetzt schon hast, bereit zu zahlen, um einfach noch mehr Content zur Verfügung zu haben? Ist der Bedarf noch da, sage ich mal, noch 2, 3 Streaming-Anbieter mit jeweils 15 Euro im Monat zu zahlen? Also ich sag mal so, also aktuell nicht. Ich könnte mir noch Maxdome holen. Ja? Das wäre nochmal eine Streaming-Plattform, die ich mir holen könnte. Aber brauche ich nicht. Ja? Ich habe Amazon und ich habe Netflix. Ja. Bei Netflix ist auch das große Abo mit 4K und HDR, was halt auch, glaube ich, 13,99 oder sowas kostet. 14,99. Ja. Was schon auch, klar, teuer ist, wenn man sich das überlegt. Amazon ist, meine ich, im Prime-Abo mit drin, glaube ich. Genau, ja. Da ist relativ günstig. Ich glaube, da kostet im Monat, das wurde zwar auch teurer, aber ich glaube, da bist du im Monat immer noch bei 5. Im Jahr kostet 70 Euro das Amazon Prime. Genau, also du bist auf jeden Fall bei diesem Streaming von Amazon bist wirklich eigentlich günstig im Vergleich. Ist natürlich aber auch, sag ich mal, die Auswahl begrenzter. Genau, und das ist wirklich, und das finde ich halt sehr schade. Ich habe oft mal Sachen, die sie halt nicht auf der Plattform anbieten, wo ich dann denke, oh, voll cool, ist drin. Und dann will ich es angucken, dann sehe ich, jetzt kaufen für 5 Euro oder nein. Das habe ich auch schon gemacht. 3 Euro. Genau. Das ärgert mich halt immer dann mega. Das sage ich dann, boah, das ist halt für die User Experience total scheiße, wenn du halt jetzt dann Bock drauf hast und du siehst und du guckst mittags mal, was gibt so, dann willst du abends dann angucken und dann siehst du, jetzt muss ich halt doch 7 Euro in die Hand nehmen und das dann kaufen. Gell? Ja, klar. So, und also auf deine Frage zurückzukommen, ich würde mir, es kommt natürlich zum einen auf den Preis an, ich würde nicht nochmal ein 15 Euro Abo für Fernsehen oder für so Streaming nicht abschließen. Meine Grenze wäre nochmal maximal 10 Euro, also 9,99. Und dann muss mir Apple halt wirklich was, einen Mehrwert, also das muss mir wirklich was liefern, wo ich sage, das will ich mir anschauen. Ja.
Und genau da sehe ich das halt Problem, weißt du? Sie müssen halt das Neue siebenbringen. Jeder Anbieter muss jetzt solche Produktionen machen, die müssen sich gegenseitig überbieten mit Qualität Action und was nicht alles, damit nachher der Kunde sich aufgrund deswegen für das Abo entscheidet. Genau. Und ich frage mich halt, wann ist diese Spirale irgendwann vorbei? Weißt du? Wie hoch geht das noch? Und wann ist quasi ein Deckel und dann ist so ein großes Loch da? Vielleicht kommt irgendwann der Crash, weil sie immer mehr Geld ausgeben für Produktionen, weil sie immer größer, immer weiter, immer besser werden möchten. Weil man merkt es ja bei Netflix. Netflix tut aktuell Preismodelle testen. Ja, es ist nur umgestellt worden. Siehst du? Also, und ich glaube, dass es in den nächsten Jahren auch steigen wird. Klar, kann man mit Inflation und allem begründen, keine Frage. Aber die Inflation muss auch in den Köpfen ankommen. Weißt du? Und natürlich erhöhen die auch, weil sie mehr Kosten haben. Wenn wie viele Startups fangen irgendwie an, auch beim Cloud-Speicher mit irgendwie einem günstigen Preis und dann nach einem Jahr schießen die Preise hoch, weil sie merken, dass sie überhaupt nicht profitabel sind. Ich meine, das ist ähnlich wie bei Apple Music. Es ist so für die anderen Anbieter ein bisschen unfair, dass Apple jetzt wieder mitmischt, weil Apple ist die Milliarde scheißegal. Ja. Ja, das ist so, okay, wir machen das einfach mal Bock drauf haben. Und sie können, auch wenn das nicht Früchte trägt und wenn sie damit, sag ich mal, minimalen Verlust machen, weil sie nicht genug Geld reinkriegen für das, was sie rein investiert haben, in die Serien, weil nicht genug Abonnenten lassen, dann ist es ihnen scheißegal, weil sie haben dieses Geld und das ist halt bei den anderen. Und sie haben halt gegebenenfalls dadurch eine Kundenbindung erreicht. Ja. Das ist so wie bei IKEA mit dem Restaurant. Ja. Restaurant macht bei IKEA null Gewinn, aber es macht Kundenbindung. Ja. Und das. Und ich meine, Netflix hat richtig viele Schulden, weil sie halt jahrelang nur reinbuttern in Serien und in Filme. Aber ich meine, die Sachen sind auch gut, ja. Aber sie buttern rein und klar, sie müssen jetzt natürlich an den Schrauben drehen von Abo-Kosten. Aber die sind halt wirklich, sie kriegen zwar immer Risikokapital Neues, weil es halt ein Markt ist und weil sie weit vorne dabei sind. Deswegen kriegen sie immer neues Geld. Es ist halt gefährlich, weil irgendwann muss halt mal ein Schluss gezogen werden. Ich frage mich, wie lange wollen sie noch produzieren und Geld quasi ausgeben? Weil die Sache ist, sie produzieren ja jetzt und produzieren und produzieren. Die Produktion von einer Serie dauert, keine Ahnung, wenn sie schnell sind, 2 bis 3 Jahre vom Buch und allem bis fertig, ja. Aber angeguckt ist sie im schlimmsten Fall in einer Woche. Ja. Klar. Und dann ist die Frage, dann will der Zuschauer ja wieder mehr und dann will er eine neue Serie, dann will er eine zweite Staffel. Das heißt, du musst ständig Geld reinpumpen. Genau, und das machen sie ja schon, wie beim Fies Fernsehen das Ganze damals angefangen hat. Sie machen teilweise bei den Spitzenserien jede Woche eine neue Folge. Ja, aber. Ja, um natürlich das Ganze zu entschleunigen. Ja, aber andere Serien da. Und ich meine, du hast recht mit dem, sie müssen sich abheben. Es bringt halt nichts und es ist halt faktisch so, in jedem Streamingdienst gibt es die Klassiker wie The Big Bang Theory, überall gibt es Breaking Bad zu gucken. Also die sind halt alle so, die machen von Grund her, die haben die gleichen Stammserien, Stammfilme, aber sie müssen sich abheben mit dem eigenen Content und deswegen buttern sie da auch rein und ich finde es natürlich richtig und ich finde es natürlich gut, dass produziert wird. Ja, natürlich. Also ich meine, es sichert ja auch die Arbeitsplätze. Ich bin gespannt, wie Apple halt, also ob sich Apple da in irgendeiner Weise abheben kann, ob sie da wirklich richtig geilen Content produzieren, ob sie die richtigen Leute an Bord haben. Und ja, also ja, das bleibt abzuwarten und definitiv. Da wird auf jeden Fall, ich vermute, dass 2018 eine große Ankündigung kommt. Vielleicht im Frühjahr bei der WWDC. Ich meine, es kam der Apple TV 4K mit HDR. Ja. Das sind schon richtungsweisende Notizen, die man da machen kann, aber bleibt abzuwarten. Ne? Ja, absolut. Ach ja, ich gucke jetzt kurz, ob unsere Aufnahme noch läuft. Wir haben heute nämlich keine Backup-Aufnahme und mein Bildschirm ist ausgegangen und ich will nicht, dass die abschmiert, weil unser Sound-Device nehme ich hier nicht mehr an. Oder ist mein Akku leer? Scheiße. Echt? Oh man, hey! Zum Glück haben wir es gemerkt. Also, die Aufnahme war tatsächlich abgebrochen worden, weil mein Notebook-Akku leer war. Die letzten 10 Minuten habt ihr also über den GoPro-Ton gehört. Jetzt geht's ganz normal weiter wieder mit der normalen Aufnahme. Immerhin haben wir es bemerkt. Aber hey, nach 17 Folgen den ersten Ausfall. Ja. Man muss auch sagen, wir hatten keine Backup-Aufnahme dieses Mal, weil wir die neuen Mikrofone haben und einen Adapter jetzt brauchen für ein Mikrofon und nicht mehr für die Backup-Aufnahme. Schade. Nun ja, zum Glück läuft auf der GoPro ja auch noch Ton mit. Es tut uns leid, diese 10 Minuten. Das kann mal vorkommen. Machen wir trotzdem noch weiter genau, mit dem nächsten Thema. Genau, wir waren voll im Thema drin. Genau, aber wir werden da eh nichts bewegen können beim Thema Apple. Deswegen. Aber wir können abschließend sagen, wir sind sehr gespannt und da wird was kommen. Und
Apple gibt, hat irgendwas in petto. Ja, mit Sicherheit. Wird uns überraschen. Ich glaube nächstes Sicherheit. Jahr. Mit Sicherheit, ja. Apropos überraschen, wer uns dieses Jahr, vor allem in den letzten zwei Wochen, extrem überrascht hat, ist Sharp. Ja. Also Sharp, wenn überhaupt bekannt, dann von irgendwie so TV-Geräten. Fernseher, Taschenrechner, genau. Kassen. Ja, auf jeden Fall. Und jetzt bringt Sharp eine 8K-Kamera raus. Ja, also nicht nur... Aus dem Nichts. Genau, also nicht nur, dass Sharp, was mit Kameras ähnlich nicht so viel zu tun hatte, in den Markt mitgemischt hat, noch nicht mitgemischt hat, dass sie jetzt mal eine Kamera bringen, sondern sie bringen ja gleich eine 8K-Kamera. Ja. Und zwar jetzt, also Dezember. Ja, das war so gerade announced irgendwie Anfang November, Release Dezember. Ja. Das ist schon heftig. Ja. Ja. Du hast ein bisschen die Specs rausgesucht. Ja, also klar, also was natürlich das erste Mal am interessantesten ist, 8K, klar, mit 60 Bildern. Also 60. Das ist schon heftig, ne? Ja. Mit 60 Bildern. Das ist schon cool. Dann bin ich gespannt, wie viel, das hat man noch nicht rauslesen können, wie viel Bilder sie dann kann, wenn man auf HD runtergeht oder auf ein 4K. Ja, das wäre interessant. Kann sie überhaupt HD? Kann sie überhaupt HD? Oder ist und vor 4K, allem, macht es da eine komplette Sensorauslesung oder macht es nur eine Center-Auslesung? Das sind alles so Specs, da, also das tut mich jetzt als Kameramann interessieren. Wir haben auf jeden Fall 35 mm CMOS-Sensor. Jawohl. Dann haben wir PL-Mount. Da sieht man natürlich auch klar, ich meine, an sich der Kamera sieht man schon, dass sie in die Kinokamera-Richtung gehen möchten. Wobei, ich muss dir da direkt widersprechen, weil Sharp an sich sagt, es ist ein Camcorder. Ja, gut, das habe ich. Und ja. Camcorder geht in die Richtung EB. Und das haben sie nämlich auch gesagt. Ich habe mir ein Interview angeschaut mit dem Typ, mit dem Produktmanager von Sharp. Und da haben sie gesagt, obwohl wir PL-Mount haben, zielen wir eigentlich auf den EB-Markt ab mit der Kamera. Ja, das finde ich krass. Aber das ist Schwachsinn. Es ist halt viel zu früh. Zum einen 8K. Und dann, also wenn ich sowas ansiedle, dann siedle ich das doch nicht im EB-Bereich an. Ja. Weil ich möchte doch mit. Also, EB, also die Kamera für mich sah jetzt schon Richtung Arri Alexa aus vom Aufbau her, fand ich jetzt. Von wie das Display angeordnet ist, wie die Knöpfe darum angeordnet sind. Ja, ein bisschen von der Bauart. Ja, genau. Hat also, aber trotzdem, glaube ich, bin ich der Meinung, ein Schulterpolster drin. Hat auch ein Schulterpolster drin. Und das, also ich verstehe es nicht. Ja. Also weil du hast beim Fernsehen auch kein PL. Also du nutzt eigentlich diese B, irgendwas mit B4 oder sowas heißen die. Ich glaube, also wenn wir da kurz bleiben, ich vermute, dass Sharp natürlich die ganzen Kinoleute mitnehmen möchte. Deswegen hat es die Specs, deswegen hat es auch einen PL-Mount und so weiter. Aber Sharp hat eben auch die ganzen Sachen rangebaut, die es zum Beispiel an der Alexa nicht gibt, die ganzen Schnellzugriffe. XLR-Inputs und hier und da und schieß mich tot, ja. Also die haben im Prinzip alle Sachen, die du an einer EB-Mühle brauchst, haben die da dran gebaut, ja. Aber trotzdem halt mit PL und super 35mm Sensor, dass du es auch für Film benutzen kannst, ja. Also ich sehe es aktuell so ein bisschen als Hybrid, ja. Also es ist für Kino nutzbar, aber von den Funktionen eine futuristische EB-Kamera. Ich meine, aber guck mal, wenn ich jetzt EB, dann gehe ich raus und da kommen wir jetzt wieder zum Thema Speicher und dem 8K. Klar, du musst natürlich nicht deine Mats, die du jetzt irgendwo draußen vom Brandenburger Tor drehst, die musst du nicht in 8K dann aufnehmen. Mhm. Aber ich meine, die Kamera gibt es halt her. Aber egal, sei es drum. Die Kamera ist doch von dem, wie sie arbeitet, wie sie aufzeichnet, was sie macht, also da kommt viel zu viel Datei raus für das, dass ich im täglichen Einsatz für den Fernsehen das nutzen würde. Deswegen sage ich, das ist eine futuristische EB-Kamera. Was ich vermute, was Sharp damit machen möchte, ist, die nehmen jetzt erstmal alle Kinoleute mit. Der Laptop geht schon wieder aus. Ich hoffe, das ist nur der Monitor. Ich schaue gleich danach. Ich vermute, dass jetzt Sharp die ganzen Kinoleute mitnehmen möchte, aber halt trotzdem einfach mal Aufsehen erregen möchte, weil ich könnte wetten, die haben noch irgendwas im Petto, dass die im nächsten Jahr nochmal irgendwas raushauen und dann eben relevanter für die jetzige Zeit auch im EB-Bereich. Ja. Das vermute ich. Seltsam. Erzähl mal, du mal weiter über Specs. Ich erzähl mal weiter, du guckst mal. Weiter. Übrigens, das Witzige ist ja jetzt auch, letztes Mal, wenn du weggelaufen bist, dann haben wir von dir keinen Ton mehr drauf. Weil das Mikrofon hier stand, mittlerweile kannst du ja weglaufen, wir hören dich trotzdem wegen der Maske. Ja, Mikrofon. Das ist wunderschön, ne? Aber gut, genau, wir haben, preislich, wenn wir von Netto sprechen, dann sprechen wir von rund 67.000 Euro. Was teurer ist tatsächlich sogar wie eine Alexa, wenn man rein den Body hat. Ja, aber die Alexa kann ja auch kein 8K. Ja, ist es, ja. Das, genau.
Sie nimmt intern mit 4-2-2 auf. Ja? Das heißt, wir sind auch qualitativ Kino. Am Start sozusagen, farbtechnisch. Am Kino, was so eigentlich alle Kinokameras, die wir so haben. Ja, oder? Also 4-2-2 ist da schon der Standard. Also das brauchst du schon, um da auch was machen zu können. Wir haben die Möglichkeit aufzuzeichnen auf SSDs. Das heißt, so ein 2 Terabyte SSD-Pack wird es da irgendwie geben für wahrscheinlich auch viele Euronen. Ja. Also ich hoffe, dass sie nicht den gleichen Fehler machen wie Red Mac, dass sie da irgendwie was Eigenes entwickeln, sondern dass sie vielleicht eher so wie Atomos machen, solche Master Caddies, und dann machst du einfach handelsübliche SSD rein. Mhm. Das wünschte ich für die. Auf der anderen Seite ist die Frage, wo bringen sie die an der Kamera unter? Ja. Also haben sie dafür Platz gelassen. Ja. Aufgenommen wird im Codec, den ich noch nicht kannte, den Cress Valley HQX Codec. Ja. Der nimmt irgendwie mit 10 Gigabit, Gigabit ja. Auf. Also klar, auch, brauchst du ja auch, um die ganzen, also um die 8K-Sachen zu verarbeiten. Absolut. Ja. Ich glaube, raus gibt sie auch mindestens mit 10. 10 Bit über SDI. Ja. Ich meine, sogar 12, glaube ich. 10 oder 12, ja. Bin mir nicht 100% sicher. Wir packen auf jeden Fall den Link zu der Sharp-Seite nochmal in die Info, unten in die Shownotes rein. Aber wir haben insgesamt trotzdem noch verhältnismäßig wenig Informationen. Ja, genau, ja, also es gibt nicht viel. Das war jetzt nur quasi ein Announcement. Genau. Deswegen ist es auch, was wir sagen, gerade auch sehr vage, weil wir halt das nehmen müssen, was wir haben. Ein bisschen was drum bauen müssen, damit wir aufs eine oder andere kommen. Und eben ab Dezember erhältlich. Ja, genau. Also, und das finde ich interessant. Ja. Die Frage ist auch, klappt das? Können Sie es einhalten? Und in welchen oder Mengen? So wie Red. Ne? Und in welchen Mengen? Ist auch die Frage, in welchen Mengen ist die Nachfrage. Genau. Und die Frage ist noch eine viel größere Nachfrage: Kriegen wir so eine Kamera mal zum Testen? Und das ist die größere Nachfrage. Zeigen zu können. Also, wenn Sharp das sieht, bitte gerne. Ja. Nee, also, das würde mich auf jeden Fall mal interessieren, tatsächlich. Ich weiß zwar nicht, wie wir das Material verarbeiten sollten, weil ich glaube, keiner von unserer Rechner könnte das. Aber was noch nicht ist, kann ja werden. Ja, vielleicht liefern die ja einen neuen iMac Pro, mit der im Dezember rauskommen soll. Ne? Ja, aber ja, genau. Also, wir grasen das noch fertig. Oder willst du nur noch was dazu sagen zu der Kamera? Also ich habe alle Specs durch. Nee, viel mehr gibt es hier auch nicht. Also mich würde es tatsächlich wahnsinnig interessieren. Für mich war das eher so ein Hallo, wir sind auch wieder da und jetzt machen wir mal hier eine fette Kamera. Mhm. Aber ich vermute, da kommt noch mehr nächstes Jahr. Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass Sharp jetzt diese eine Kamera rausbringt, die tatsächlich von den Specs in vielen Dingen noch drüber. Die werden da ja wahnsinnig Entwicklungsarbeit reingesteckt haben. Ich vermute, die haben da bestimmt noch ein paar kleinere Schwestern im Petto, irgendwie mit 6K oder mit 4K, die sie nächstes Jahr auch raushauen. Erinnerst dich noch an die Fotokina, wo wir letztes Jahr waren? Da war ja die Canon mit 8K. Die Canon mit 8K. Als Prototyp. Mit viermal dem Q7 von Odyssey dran, genau, dass er überhaupt was aufnehmen kann. Weil er konnte selber dieses Bild ja gar nicht recorden. Waren halt diese Monitore, die das Bild einzeln aufgedröselt haben. Und Sharp hat jetzt da direkt was am Start, ne? Ja, ich bin gespannt. Das ist ja die NAB wieder und die IBC nächstes Jahr. Da wird Sharp mit Sicherheit dann dabei sein. Vielleicht kriegen wir es ja hin, irgendwie im September mal auf die IBC nach Amsterdam zu fahren. Ja, oder die NAB. Fahren wir nach Las Vegas. Nee, Los Angeles, Las Vegas, ich weiß gar nicht mehr. In den Staaten auf jeden Fall. Fahren tun wir da nicht hin. Ja, genau. Cool, aber mehr gibt's. Habe ich gesagt, V-Mount. Ja, na gut. Stromversorgung, aber das ist ja auch Standard. Genau. Aber ganz kurz nochmal, das haben wir gar nicht als Thema aufgenommen, aber weil wir es gerade davon hatten, der Apple iMac Pro, der sollte ja im Dezember kommen. Ja. Wir haben noch nicht Dezember, Sie haben noch Zeit. Ja, der 5 Tage. Aber ich hätte mir nochmal so ein Event gewünscht. Und es gab oftmals im Oktober nochmal so ein Special Event, aber der Oktober ist ja schon rum. Vielleicht kommt ja noch überraschungsweise was. Vielleicht wird es ein Weihnachtsgeschenk, wer weiß. Ja, sehr teures Weihnachtsgeschenk. Ja, allerdings. Ja. Aber ich, was ich damit sagen will, ist, halt können Sie mal wieder Ihre Termine nicht einhalten und der kommt dann doch erst wieder nächsten Jahr. Man weiß es nicht, ne? Ich meine, Apple ist auch nicht mehr so extrem zuverlässig, was Termine angeht. Ne? Nein. Wir werden sehen. Kommen wir zu etwas, was schon eigentlich bestehend ist, aber jetzt neu gekommen ist. Sprich, da gab es keine Probleme mit Termine. Du hast ja einen Pick rausgesucht, den ich sehr spannend fand auch. Ja, ich habe auf Netflix wieder was angeguckt. Ich habe Breaking Bad geguckt. Ich habe aber keine Sorge, jetzt alle so, wenn jetzt die Zuhörer oder Zuschauer so, wie, du hast erst jetzt Breaking Bad geschaut? Nein, ich habe Breaking Bad zum zweiten Mal geschaut. Ich habe noch nie einen Film oder eine Serie oder also selten Filme, also ich schaue auch schon mal Filme doppelt, aber wenn er wirklich gut war, aber ich
Serien habe ich noch nie doppelt geguckt. Mhm. Ich habe jetzt Breaking Bad nochmal angeguckt und fand es immer gut, einfach aus der filmischen Sicht das Ganze zu gucken, weil Breaking Bad habe ich, also ich habe Breaking Bad da gesehen, wo es noch ziemlich, wo es aktuell war, wo ich noch nicht so tief in dem Filmbusiness verankert war. Mhm. Und jetzt habe ich es mal nochmal aus der filmischen Sicht nochmal angeguckt und da habe ich mal vieles Neues entdeckt und ich kann es jedem empfehlen, mal, wenn dann eine Serie hat, die ihm gefallen hat, guckt euch das Ganze nochmal an mit, mit irgendwie 5 Jahren Abstand oder sowas, 6 Jahren Abstand. Da seht ihr viel Neues und das ist auf jeden Fall ziemlich witzig. Wo ich mich dann gewundert habe, ich habe mich nicht daran erinnert, wie das Ganze aufgenommen wurde damals. Ob das jetzt Digitalfilm oder Analogfilm war. Die Serie hat 2008 angefangen. Mhm. Und ich war jetzt sehr verwundert, als ich als ich die Serie gestartet habe und ich sehe bei Netflix, dass es Ultra HD verfügbar ist, also in 4K. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, sie haben 2008 angefangen und ja, ich habe dann die Serie angefangen, ich habe dann geguckt, dachte, das ist halt hochskaliert vielleicht, ja, aber wäre ziemlich arm eigentlich. Ja. Ich habe es mir dann angeguckt und habe schon nach den ersten 5 Minuten mir dann gedacht, okay, ich bin auf den Trichter gekommen, warum sie es jetzt den 4K anbieten, weil mittlerweile erkennt man es ja, es ist Analogfilm. Ja, es ist auf Film gedreht worden. Es ist auf 35mm Film gedreht worden, Breaking Bad, komplett von Anfang bis Ende. Zwar auf einem sehr grobkörnigen, aber das gibt dem Ganzen einen coolen Look, finde ich auch. Ja, hat so einen gewissen Charme, also Analogfilm ist schon cool. Ja. Und dann war mir gleich klar, ah ja klar, die haben halt das Ganze halt nochmal neu abgetastet. Neu eingescannt, ja. Genau. Und deswegen haben sie das Ganze halt dann auch nochmal in 4K jetzt. Ist ja auch Netflix. Der Grund, warum zum Beispiel die Titanic jetzt in 4K da ist und solche Geschichten mit einem neuen Grading und was nicht alles, ne? Oder 3D. Ja, früher war nicht alles schlecht, ne? Ja. Also Film also, hat schon... Das muss ich schon sagen. Also dafür liebe ich die Analogzeit, dass man wirklich halt das aufgenommen hat und man kann es jetzt in jede Auflösung setzen, die man möchte, wenn man es nochmal neu einscannt. Ja. Das kannst du halt beim Digitalen nicht machen. Ja, das ist absolut richtig. Da hast du halt aufgenommen, du hast deine Daten und die sind halt begrenzt und da geht nichts drüber, nichts drunter. Ja, aber das wollte ich einfach nur mal picken. Wenn ihr nochmal auf Breaking Bad, ich kann es euch empfehlen, guckt euch nochmal an aus filmischer Sicht jetzt, wenn ihr jetzt gerade als Filmemacher hier zuhört. Und gerade wenn ihr die Möglichkeit habt, in 4K zu gucken, guckt euch 4K an. Fand ich ganz witzig, dass Film und dass sie dann halt das Ganze nochmal neu abgetastet haben für 4K. Ja. So, schön. Genau. Ich habe auch einen Pick diese Woche. Der kommt von weiter her, sagen wir so. Also nicht jetzt geografisch weiter her, sondern gedanklich. Ich bin in letzter Zeit dran, mich so ein bisschen zu informieren, so von wegen Produktivität, effizientes Arbeiten, auch Erfolg generieren und dass man am Ende so Zeit für die wichtigen Dinge im Leben hat. Und dann bin ich auf Bücher gestoßen, weil ich dachte, hey, wenn ich mir das aneignen kann, dann meistens über Blogs, über Bücher, über Podcasts oder sowas. Und dann habe ich mir gedacht, warum soll ich mir das ganze Zeug kaufen, wenn ich schon effizienter werden will? Kaufe ich mir das zwar, aber nicht in Papierform, dass die Regale voll werden, sondern ich habe jetzt angefangen, mir E-Books zu kaufen, weil ich ja schon ein iPad habe. Da habe ich mir jetzt kein Kindle gekauft, obwohl der jetzt irgendwie in der Cyber Monday Week günstiger war. Und da habe ich das erste Buch, was ich mir runtergeladen habe, sind quasi 10 Tipps, um produktiver zu werden. Und ein Punkt oder ein Tipp davon, der ist mir diese Woche besonders aufgefallen, weil es echt stimmt. Und das ist mein Pick. Das ist, dass man unterscheidet zwischen Produktivität und Beschäftigtsein. Hat für mich am Anfang erstmal total komisch geklungen. Warum? Wenn ich beschäftigt bin, mache ich doch automatisch irgendwas. Das klingt für mich jetzt auch nicht. Aber eigentlich nicht. Weil also für mich ist immer so, wir sagen ja immer, als Selbstständiger muss man beschäftigt bleiben, dass man nicht in ein Loch fällt und faul wird und sowas. Aber was ich mich gefragt habe, dann oder... wo ich dann ins Nachdenken komme, bin ich in der Zeit, wo ich mich beschäftige, auch produktiv. Also habe ich am Ende wirklich etwas Sinnvolles getan, was mich vorangebracht hat. Ja, in vielen Dingen mag das sein, aber ich merke auch, dass ich manchmal irgendwie einfach mich geschäftlich beschäftige, indem ich im Internet rumsurfe und keine Ahnung was tue und sage, ja, ich bin ja beschäftigt, weil ich informiere mich über Dinge, aber ich habe am Ende gar keinen Mehrwert generiert. Du meinst, dass wir uns selber einreden, wir tun jetzt was Geschäftliches. Ganz genau. Tun wir, weil es da reinpasst, aber eigentlich ist nicht produktiv. Genau. Aber was zum Beispiel produktiv wäre, wenn ich irgendwie einen Tag zu Hause bin, weil ich gerade nicht auf Dreh bin oder sowas, dass ich mal meine Website wieder aktualisiere. Das ist beschäftigt. Das ist produktiv und ich habe am Ende noch einen Marketing-Mehrwert für mich generiert. Ja, und das fand ich ganz interessant, weil ich jetzt echt angefangen habe, mal so ein paar Sachen, die ich immer mache, wenn ich im Homeoffice bin und gerade keinen festen Auftrag habe, den ich jetzt bearbeiten muss, mir zu überlegen, was habe ich da bisher immer gemacht und welchen Mehrwert hat mir das gebracht. Ja, und das ist für mich der Pick diese Woche, gerade zum Thema auch Selbstständigkeit, was wir immer wieder aufgreifen, da wirklich mal zu unterscheiden, weil ich glaube, ich mit
der Beschäftigkeit, die ich bisher habe, eigentlich hätte viel mehr Produktivität erreichen können und mich vielleicht auch als Filmemacher voranbringen hätte können, wäre ich nicht nur beschäftigt, sondern auch produktiv gewesen. Ja. Ist so ein Gedankenspiel auf jeden Fall, ist eine Kopfsache. Ist interessant, also ich sehe es ja auch so. Ich sehe es ja auch. Aber das, diese Woche, als ich eben dieses E-Book gelesen habe, das war ziemlich cool. Ich verlinke euch mal das E-Book in den Shownotes. Das ist nur ein ganz dünnes Heft, 35 Seiten. Mhm. Und es sind echt nur so 10 Tipps. Also es war cool, hat mir, also jetzt, ich habe schon auch wieder andere Sachen aufgenommen, die ich umsetzen möchte, weil es einfach schon richtig ist, ja. Mhm. Ja, da kann ich vielleicht kurz anschließen. Ich hatte gestern auch sowas, ich hatte gestern wieder so einen Homeoffice-Tag und da ging es mir dann genauso, was mache ich jetzt? Und klar, mach mal Dinge ein, die eben lieber mehr Spaß machen, die dann auch geschäftlich sind ein Stück weit, aber ja, nicht ganz so wichtig vielleicht. Und zwischendrin habe ich dann bin ich auf die Idee gekommen, ah ja, komm, ist mir eingefallen, ich habe da noch was, wo ich eine Mail hinschreiben sollte. Mhm. Und habe das dann einfach in 10 Minuten diese E-Mail da verfasst und hingeschickt und habe halt den ganzen Tag irgendwas gemacht geschäftlich und das war irgendwie so das Einzigste, wo ich dann gedacht habe, der ja, Gedankenblitz. Genau, und ich mache das jetzt und es könnte ja dann cool werden, wenn da was dabei rumkommt. Und prompt 2 Stunden später bekomme ich einen Anruf von demjenigen, wo ich eine E-Mail geschickt habe und jetzt gibt es einen neuen Auftrag für uns. Nice. Weißt du, und so den ganzen Tag beschäftigt mit geschäftlich, aber halt nichts, wo die Firma mich weitergebracht hat, wo Geld reinkommt. Die Produktivität. Sondern das war wirklich so 10 Minuten, das wäre jetzt vielleicht doch wichtig, endlich mal zu machen. Ja. Und dann habe ich es endlich mal gemacht. Und prompt hat sich's gelohnt. Ja, also der ganze Tag hat quasi doch wieder einen Umsatz generiert, dieser eine Tag. Ja. Ich meine, es muss ja gar nicht einen aktiven Umsatz in Geldwert generieren. Nein, wie gesagt, mit der Webseite. Das genau, ist ja schon Marketing-Mehrwert ist zum Beispiel was. Ich kann mich auch wissenstechnisch weiterbilden, aber dann sollte ich halt nicht auf Amazon irgendwie die coolsten neuen Kameras mir angucken und Preise vergleichen, sondern ich sollte dann lieber mal mir Kameras angucken und die Specs vergleichen oder keine Ahnung. Du bist jetzt nächstes Wochenende, glaube ich, auf Workshops wieder unterwegs und tust dich da weiterbilden. Ja. Und das sind halt so Sachen, wo ich mir denke, so kann ich die Zeit nutzen, um wirklich produktiv zu sein, um einen Mehrwert für mich als Filmemacher, als Unternehmen und sowas zu generieren. Ja. Nee, aber gebe ich absolut recht. Also ich werde es mir auch mal angucken, verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes. Ja, machen wir auf jeden Fall. Jetzt ganz zum Schluss. Ja. Wir hatten diese Woche Zuschriften in den letzten 2 Wochen wieder. Wir haben wieder Nachrichten bekommen. Ich weiß leider nicht mehr die Namen. Ja. Da war ich zu vergesslich, das tut mir leid. Aber wir wollen uns auf jeden Fall bedanken, dass ihr uns schreibt, dass ihr uns auch in der Regel positives Feedback gibt. Wir hatten jetzt auch den Vorschlag, dass wir mal einen Gast einladen sollen und sowas. Den Gedanken hatten wir tatsächlich auch schon. Es ist manchmal logistisch ein bisschen schwierig, weil wir nehmen es oftmals unter der Woche und vormittags auf und sowas. Dann auch hier werden wir jetzt sehr begrenzt, da sind drei ja zu, kein Platz. Also die Idee finden wir auf jeden Fall cool und die Sache ist vollkommen klar, warum sollen wir nicht auch mal andere aus anderen Departments mit dazu holen? Hätte man mehr Lust drauf, wir haben auch mal Diskussionen zu führen vielleicht. Wir haben auch genug Kollegen, die da echt fit sind in irgendeinem Bereich, die wir gerne einladen möchten. Ich würde das jetzt aber noch ein bisschen nach hinten schieben, einfach weil wir da noch ein bisschen uns mehr, sag ich mal, organisieren wollen, auch weiter wachsen wollen, dass wir dann auch quasi mit einem Gast das Ganze tun können. Aber vielen Dank für eure Zuschriften und auch für eure Motivation, die ihr uns schreibt. Auf jeden Fall auch. Das ist super. Und auch wenn ihr mal Themenvorschläge habt oder irgendwelche Fragen habt oder irgendwelche Produkte, die man testen könnte, schreibt uns einfach. Genau. Wir beantworten eigentlich in der Regel fast jede Nachricht. Ja. Und falls nicht, dann haben wir es leider vergessen, weil es irgendwie auf dem Dreh bei uns angekommen ist und wir dann weitergedreht haben. Aber da wollten wir uns auf jeden Fall bedanken. Ja, definitiv. Genau. Auch gerade was Thema angeht, ist wichtig, wenn ihr uns ihr sowieso eine Mail schreibt, dann nehmt euch einfach mal noch kurz Zeit und schreibt noch 3 Themen raus, die ihr wichtig findet, die wir machen können. Okay. Jawohl, so ist das. Dann ist dieser Freitagmorgen auch vorbei. Produktiv beendet. Produktiv beendet, du sagst es, kleiner Tonaussetzer, den entschuldigen wir nochmal, aber produktiv beendet, Folge 17 ist am Start und das war's, ne? Ja, wir wünschen euch... Ciao. Ciao.